Mac Podcast. Die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion. Hallo Hannes. Hallo Dirk. Wir treffen uns heute zum Teil 3 des E-Mobility Podcasts. Womit wir auch den Titel On the Fly gerade festgelegt haben. Ja. Genau. Und Teil 1 hat sich um die Kaufentscheidung gedreht, Teil 2 ums Laden. Wir selber haben schon gesagt, wer wir sind und wo wir herkommen. Machen wir es nochmal kurz für die vielleicht Folge 1 und Folge 2 noch nicht gehört haben. Glaubst du, die gibt's? Ich weiß es nicht. Schwer hier, mein Tischnachbar ist Dirk Wasen. Meiner ist der Hannes Rückheimer. Und beide arbeiten wir seit vielen, vielen Jahren für die Connect unter anderem, die auch seit neuestem Ladenetztest durchführt. Ja, seit 5 Jahren machen wir es auch schon, ja. Mhm. Das stimmt, aber je älter man wird, desto kürzer kommt ein Zeitraum. Kommen einem 5 Jahre vor, das stimmt. Desto kürzer kommt das unterschreibe ich dir auch, ja. Genau, aber natürlich interessant, dass es überhaupt Ladenetztests gibt. Ja, mhm. Dass man sagt, da gibt es Unterschiede, wer ist da der beste Anbieter und so weiter. Das ist ja schon spannend. Und also was ich tatsächlich lustig fand, als wir mit Umlaut, die ja unser klassischer Partner für Netztests sind, mit denen machen wir ja auch Mobilfunk und Festnetz, zum ersten Mal über E-Mobilität gesprochen hatten, war eigentlich von deren Experten relativ schnell klar, als wir so gefragt haben, was bepunktet man da, was sind so die Aspekte, die Qualität ausmachen. Ja, so Wohlfühlfaktoren, dass eine Toilette da ist, dass eine Überdachung da ist, dass eine Beleuchtung da ist und so weiter, die werden zunehmend wichtiger werden. Und da war ich selber noch kein E-Autofahrer und dachte so, das ist aber schon ein hoher Anspruch. Ich bin doch jetzt im ersten Schritt mal froh, dass überhaupt Strom in mein Auto fließt. Ich kann es aber heute bestätigen, wenn du viel lädst, und das wird dir ja noch durch dein Fahrprofil viel häufiger so unterkommen als mir, dann ist natürlich einfach die Frage, ist das da einigermaßen nett oder bin ich jetzt irgendwo im hintersten, dunkelsten Eck irgendeiner Autobahnraststätte, wo ich jetzt erstmal irgendwie 6 Minuten laufen muss, bis ich überhaupt bei irgendwas Beleuchtetem wieder bin oder so. Schon ein Faktor, über den man dann auch zunehmend mal nachdenkt. Ist tatsächlich so. Ich hab mich ja im Hochsommer entschieden, dass das nächste Auto Elektrofahrzeug wird. Und da war das erstmal alles super, bis ich jetzt in dem ersten schweren Regen gelandet bin und laden musste. Und dann, seit diesem Zeitpunkt habe ich jetzt einen Regenschirm in der Mittelkonsole. Da aussteigen, Ladekabel, alles ist nass. Man steht ja dann doch, inzwischen ist schon ein bisschen Routine geworden, aber gefühlt eine Minute braucht man schon, ja, bis man das in Betrieb genommen hat, verkabelt das hat. Kabel steckt, vielleicht auch 2 Minuten. Mhm, ja. So richtig viel überdacht sehe ich noch nicht, um ehrlich zu sein. Hängt ein bisschen von den Stationen ab, also in den großen Ladeparks ist es mittlerweile gang und gäbe, zumal die ja auch die Möglichkeit nutzen, da ein paar Solarpanels draufzusetzen und zumindest ein bisschen Strom. Also es ist nicht so, dass diese Panels dann irgendwie die komplette Leistung für die Elektroautos, die unten drunter aufgeladen werden, liefern. Aber es unterfüttert ein bisschen, dass sie diese Gelegenheit nutzen. Fastnet ist so ein Anbieter, der von vornherein eigentlich immer darauf gesetzt hat, dass die Stationen hübsch sind, dass man sich da wohlfühlt. Das sind alles immer Holzkonstruktionen mit ganz ansprechender Architektur dabei. Irgendwie, ja, das ist vielleicht irgendwie auch ein hohes Anspruchsdenken, aber es ist einfach so ein Softfaktor, der durchaus was ausmacht. Also ich habe neulich habe mich echt auch dann über die Genialität mancher Konstruktionen gewundert. Das war eine Tesla-Ladestation, die war überdacht, zweireihig überdacht, aber es waren 2 Dachhälften und zwischen den Dachhälften hat es genau in die Mitte dieser Autos reingeregnet, wie nichts anderes, wie Wasserfall. Ja, okay. Und links und rechts auch. Und dann sagen wir, dann lass doch das Dach gleich weg und stellt einen Regenschirm hin, das wäre sinnvoller gewesen. Oder aber konzipiert es so, dass eher der Mensch und nicht das Auto geschützt wird? Ja, okay. Ja, wahrscheinlich war das ein Hagelschutz. Ne? Also was wirklich straight, senkrecht runterfällt, wird abgelenkt und der Rest kommt aber durch. Naja, gut, nicht unser Problem, aber das würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Ne? Also so gerade Autobahnraststätte hatte ich auch schon abends.
zwielichtig, ja, also es ist spärlich beleuchtet, unangenehme Atmosphäre und das liest man ja teilweise auch in Rezensionen, dass es sehr positiv wahrgenommen wird, wenn es hell ist und eben auch negativ, wenn es da düster ist. Ja, also das macht hundertprozentig Sinn und dementsprechend haben wir diese Kriterien in unserem Ladenetz sogar eher noch erweitert und im Punktebudget auch wachsen lassen, weil wir eben sagen, neben der reinen Ladeleistung an sich ist es halt auch ein wichtiger Faktor, dass ich mich da wohlfühle, dass ich auch sinnvoll irgendwas machen kann in meinen 20, 30 Minuten Aufenthalt. Also WLAN wäre ganz hübsch zu haben. Toilette ist eigentlich ein Muss. Wenn es noch einen Shop gibt oder wenigstens Verkaufsautomaten, ist das auch ganz nett. Ja, in den Ich weiß gar nicht, was zuerst da war, die Henne oder das Ei, aber an den großen Ladeparks sieht man ja auch, dass sich die großen Burgerbuden versammeln, auch immer im direkten Wettbewerb und eine Gastronomie ausprägt. Da gibt es Henne und Ei, also es gibt durchaus, ich glaube, welcher waren das irgendwie? Oh, jetzt, bevor ich was Falsches sage, sage ich es nicht, aber es gibt einen der Anbieter irgendwie, die sich von vornherein mit McDonald's zusammengetan hatten, also die da immer auf den Parkplätzen auch stehen. Es gibt aber umgekehrt natürlich auch den Fall, dass ein großer Ladepark, wie du sagst, entsteht und dass dann irgendein Fastfood-Anbieter sagt, das ist doch eigentlich keine schlechte Location, um da unsere Burger auch noch an und das Volk zu bringen. Jetzt kommt natürlich ein Part, den wir so noch überhaupt nicht besprochen haben und der jetzt wahrscheinlich auch ins Nichts führen kann, aber wir machen das ja quasi live. Also wir machen es ja live. Live on tape, sagt man doch. Weil, also mir ist aufgefallen, dass gerade beim McDonald's, und ich glaube, das ist NBW, die da sind. Nee, die waren es nicht. Das war ein anderer Stromanbieter. Aber wie gesagt, ich will jetzt niemandem Unrecht tun und einen falschen Namen nennen. Ich müsste die Geschichte nachgucken, die aber einen Stockwerk weiter oben liegt. Aber es wäre auch, Stromanbieter, also darauf, worauf ich hinaus will, ist auch Stromanbieter unabhängig, weil McDonald's, Rush Hour, den Leuten ist es gelinde formuliert, scheißegal, ob da jetzt Elektroparkplatz steht oder nicht. Da stehen halt die Verbrenner drauf. Ja gut, das ist ein Thema, klar. Also das hast du in der Stadt auch, weil ja Ladesäulen gerne mal sehr verkehrsgünstig liegen, also irgendwie direkt an der Einkaufsstraße oder direkt vorm Kaufhof oder was auch immer. Das ist ein Ärgernis. Ich weiß nicht, wo sich es hinentwickeln wird. Also als ich meine NBW-Ladekarte bekam, waren 5 Postkärtchen dabei mit launigen Sprüchen. So brauchst du eine Brille, hast du dich verguckt, schönes Auto, aber leider falsche Antriebstechnik, solche Sachen irgendwie, um halt irgendwie diesem Frust, den es dann ja durchaus auch gibt, irgendwie Ausdruck verleihen zu können. Es ist ja, ich bin ein bisschen vorsichtig, also ich hatte es in der ersten Folge gesagt, ich bin 4 Jahre ein Hybrid gefahren, habe den eigentlich auch fleißig immer unterwegs geladen. Zum einen aus dem Aspekt heraus, dann habe ich wieder meine 30 Kilometer Reichweite und komme mit denen dann auch wieder raus aus der Stadt. Zum anderen, das gebe ich aber auch offen zu, weil es natürlich der attraktivere Parkplatz ist irgendwie. Also du stehst halt auch einfach günstig und musst dich nicht in irgendeine Tiefgarage hinab bemühen, sondern steckst halt dein Auto an und bist quasi mitten in der Fußgängerzone. Das ist natürlich auch ein Wert an sich. Und jetzt gibt es ja schon so ein bisschen so eine Hackordnung, dass jetzt die reinen E-Autofahrer sagen, ach, ihr Hybridfahrer, ihr braucht das doch gar nicht. Bei mir ist es aber wirklich jetzt dringend und so weiter. Also eine Konkurrenz um Ladegelegenheiten ist da und wird sich ja wahrscheinlich absehbar auch eher verstärken. Auch das gehört zur Realität der Elektromobilität. Ja, für mich ist halt auch die Frage, dass ja, der Höflichkeit. Mhm. Ich denke immer, da versetzt sich niemand in die Situation des anderen. Dass ein Verbrenner da nichts zu suchen hat, ist eigentlich sonnenklar. Und da muss man mittlerweile schon relativ schmerzbefreit sein, um sich auf einen Ladeplatz zu stellen, weil gerade nichts anderes frei war. Wie gesagt, diese Konkurrenz Hybrid gegen vollelektrisch, die kann ich noch nicht so ganz nachvollziehen, weil ich denke, da sollte auch den Vollelektrofahrern doch was wert sein, dass die anderen zumindest schon auf dem halben Weg sind irgendwie. Also da, das sind natürlich jetzt Einzelbeispiele und nicht repräsentativ, aber da hat man es dann schon, dass da gesagt, wenn man jemand darauf aufmerksam macht, dass sein Auto vielleicht da nicht hingehört, ja, bist du jetzt von der Elektropolizei oder was? Ja, so, nee, aber ich würde gern weiterfahren, ja. Und ja gut, ich glaube, da sind wir jetzt weit aus der Technologie raus. Das ist so eine generelle Verfasstheit unserer Gesellschaft gerade, dass Egoismen stärker werden und dass im Zweifelsfall, also
ja auch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst behindert werden und angepöbelt werden und so weiter. Also geht's noch. Ja, ja, aber also das Appell an alle, die heute noch Verbrenner fahren, ist halt, man stellt sich darauf, um zu laden. Ja, man braucht es auch, um weiterfahren zu können. Und deswegen ist es nicht besonders schick, wenn diese Ladestationen dann zugeparkt werden von Verbrennermotoren, so wie es sich jetzt auch wahrscheinlich ein Elektroautofahrer nicht an die Zapfsäule stellt und da parken würde. Ja, also wo wir es bei gesellschaftlichen Konflikten haben oder was ich ja auch und du sicher auch hin und wieder mache, ist dann halt mal so ein bisschen in die Foren von den Auto Foren oder Autoherstellern zu gucken irgendwie. Und da gibt es ja schon eine relativ harte Fraktion. Wie immer im Internet sind es, glaube ich, wenige, die sehr lautstark sind, die E-Autos halt nur doof finden. Und da heißt dann irgendwie, dieser Elektroschrott kommt mir nie ins Haus und dergleichen. Also wir haben ja beide eigentlich jetzt in den beiden vorherigen Folgen auch schon klar gemacht, wir sind nicht missionarisch unterwegs. Für uns hat es jetzt aus diversen Gründen Sinn gemacht. Ich kann gut akzeptieren, ich nehme mal an, bei dir ist es nicht anders, dass andere Leute zu anderen Ergebnissen kommen. Und es gibt valide Gründe. Also wenn ich jetzt, du bist mit deinen 50.000 ja schon relativ weit oben, aber wenn ich jetzt ein ein Handlungsreisender bin, der irgendein Außendienstler, das Wort hatte ich gesucht, ein Außendienstler bin, der irgendwie permanent auf Achse ist, dann kann ich verstehen, dass der einen Diesel kauft und dass der sagt, ich will mir das jetzt nicht antun, da über Ladepausen nachdenken zu müssen. Das ist völlig legitim, klar. Ja, also das finde ich auch. Die eigene Meinung muss nicht für alle die richtige sein. Mhm. Wir wollen uns ja da auch so ein bisschen annähern und ich glaube auch so ein bisschen da entlang führen. Aber falls das ein Problem ist und falls man sagt, ja, das wird ja ständig zugeparkt, es gibt Situationen, wo das eben nicht oder ganz selten der Fall ist und das sind die Ladepunkte an den Autobahnraststätten, die Ladepunkte an den Tankstellen, also definitiv, Aral, ja. Puls, wie ist er? Puls nennen sie sich, glaube ich, selber. Aral, ja. Puls, okay. Mhm. Da habe ich es auch nicht gehabt. Beziehungsweise dann kommt mal einer, der gerade irgendein Paket abliefert, der ist aber nach einer Minute wieder weg. Klar. Und die haben ja so im Mittel 4 Ladepunkte. Da und daneben ja auch noch mal ein paar Parkplätze. Ist ja nicht richtig, so, dass der jetzt kommt, um sich da ein Brötchen zu holen. Und keiner parkt und hält sich 2 Stunden in der Tankstelle auf, ja, und macht eine Shoppingtour. Also die Leute sind auch schnell weg. Das ist ganz klar ein Tipp, zu sagen, an den Tankstellen funktioniert das gut und an den Ladeparks sowieso. Mhm. Da stellt sich ja auch keiner hin, um da dauerhaft zu parken. Also das. Und in der Stadt, glaube ich, muss man die Gelassenheit entwickeln und sagen, ja, wenn ich da laden kann, ist gut, aber ich soll es nicht aus einer Notsituation heraus machen. Ja, würde auch nicht so planen, dass ich sage, ich fahre jetzt mit 2% Restkapazität in die Stadt rein, weil ich weiß ja, dass ich irgendwie vor dem Kaufhof eine Ladesäule habe. Das könnte schief gehen. Genau, genau. So, dann hatten wir auch schon angeschnitten Reichweite und Tempo. Mhm. Also ich habe, wie gesagt, ich habe es mal durchgerechnet, weil ja mit zunehmender Geschwindigkeit eben auch der Leistungsbedarf massiv steigt. Und, was ja beim Verbrenner nie anders war, das muss man sich auch mal klar machen irgendwie. Da hat es halt nur nicht so, da hat es im Geldbeutel wehgetan im Zweifelsfall. Das war aber dem einen oder anderen natürlich vielleicht auch nicht so schlimm, dass man dann halt irgendwie sein permanent 240 fahren, was ja eh relativ ist. Du kannst es ja kaum noch auf deutschen Autobahnen halt dann entsprechend mit einer früher notwendigen Tankpause entsprechend bezahlt wurde. Und beim E-Auto ist es halt krasser, weil diese Pause länger ist und weil man sich deshalb überlegt, ist es mir das wert, jetzt schnell zu fahren, um die eingesparte Zeit anschließend wieder an der Ladesäule zu verbringen. Genau, nur beim, also auch das, ich meine, keiner ist wahrscheinlich so komisch wie ich, aber ich habe es tatsächlich auch mal ausgerechnet und habe gesagt, unter idealtypischen Bedingungen fahre ich mit dem Verbrenner. Und was ist da das beste Tempo als Kompromiss? Also mit der Vorgabe, ich möchte schnellstmöglich ankommen, was ist da das optimale Tempo unter Berücksichtigung von 6 Minuten Tankzeit? Ja, deshalb arbeiten wir beide für ein Testmagazin, weil es diese Affinitäten gibt. Ja. Und das ist eben der wesentliche Unterschied, dass 6 Minuten heute im Elektroauto nicht die Reichweite zur Verfügung stellen wie 6 Minuten tanken. Mhm. Und ganz klar, ja. Und dadurch ist unter idealtypischen Bedingungen der Benziner, wenn er schneller gefahren wird, ist man auch schneller am Ziel.
Beim Elektroauto ist es nicht so. Wenn ich schneller fahre, verliere ich eher Zeit. Klar. Also die Tendenz geht schon dahin, dass die Ladeleistungen steigen, dass die Batterietechnologie sich weiterentwickelt. Also Ladepausen werden perspektivisch kürzer werden. Aber dass du natürlich irgendwie 700 Kilometer Reichweite in anderthalb Minuten auflädst, das, also wie es beim Dieseltanken der Fall sein könnte, irgendwie, das ist beim E-Auto natürlich noch weit, weit entfernt, wenn es jemals kommt. Ja, ist schwer. Kann ich jetzt auch überhaupt nicht abschätzen, ob das kommt. Aber wir wissen ja inzwischen schon relativ weit, dass wir sagen, so 20 Minuten, 200 Kilometer grob. Und das ist vertretbar, weil man nicht so oft riesenlange Strecken fährt. Ne? Also selbst der Außendienstler, den du genannt hast, der fährt ja jetzt auch nicht pro Tag 2000 Kilometer und muss 10 Mal nachladen, sondern vielleicht fährt er 500. Das kann man wahrscheinlich schon sich so hintrimmen, wenn man es vernünftig plant. Klar, ist natürlich insgesamt auch eine Frage von Verkehrsmitteln. Ich hatte es, glaube ich, in der ersten Folge auch gesagt, ich wohne in Stuttgart, die Redaktion ist in München. Es gibt oft Anlässe, da hinzufahren. Das mache ich aber in der Regel mit der Bahn, weil ich da einfach irgendwie auf meinem Notebook 2 Stunden arbeiten kann und mache es dann mit dem Auto, wenn ich was zu transportieren habe oder wenn ich weiß, es gibt auf dem Rückweg noch irgendeinen weiteren Zwischenstopp, den ich mit dem Zug nicht erreichen würde oder so. Das ist natürlich vielleicht auch generell eine Frage, die Wahl des Verkehrsmittels, so gerne wir beide ja auch Auto fahren, so ist es ja glaube ich nicht, aber manchmal ist es halt vielleicht doch nicht das richtige Mittel für die Herausforderung oder die Anforderung. Also das kann ich unterschreiben, das ist so. Was sich bei mir noch echt geändert hat, ist diese Ladeplanung. Mhm. Ich hatte früher ja nie eine Tankplanung, ganz selten. Ja, also wenn ich jetzt gewusst habe, ich muss morgen extrem früh raus, ich muss um 5 Uhr losfahren, ich habe keine Lust dann um 4:15 zu tanken, dann habe ich das oft am Vorabend noch gemacht, dass dann beim Benziner der Tank voll war. Heute versuche ich in der Regel jeden Sonntag das Auto vollgeladen zu haben, damit ich am Montag mit maximal einem Stopp in dem Fall von Stuttgart nach München komme. Mhm. Naja, das sind so Erfahrungswerte, die man da sammelt. Ich hatte auch in einer unserer vorherigen Folgen erzählt, meine Mutter lebt in Würzburg. Ich besuche die mittlerweile so alle 3 Wochen. Sie ist 90. Sie kommt gut klar, aber einkaufen und so muss man ihr halt abnehmen. Und ich habe mir jetzt mittlerweile angewöhnt, ich muss einmal laden für hin und zurück, was so 320 Kilometer sind. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, das auf der Hinfahrt zu tun. Also einfach irgendwie schon mal, bevor ich bei ihr ankomme, einen Ladestopp zu machen und mit den 80% dann bis zu ihrem Haus 76% anzukommen, weil es mir dann einfach diesen Stopp auf der Rückfahrt erspart. Und wenn du dann irgendwie, eine 90-Jährige ist ein Stück weit anstrengend, und wenn du dann irgendwie auch noch einen Einkauf hinter dir hast und diverse andere Dinge, dann ist man ganz froh, das zum Beispiel auf dem Rückweg nicht mehr tun zu müssen. Und das sind so Dinge, die pendeln oder die schleifen sich irgendwann ein, weil man einfach dann irgendwann mal die Erfahrung macht und sagt, so rum ist schlauer, so rum geht es mir besser damit. Ich glaube auch, wenn man das Auto dann mal hat, dann lernt man das und legt auch seine eigene Strategie zurecht. Ich bin da extrem nah bei dir. Ich versuche das auch immer vor dem Besuchspunkt, den Ladezeitpunkt vor dem Besuchszeitpunkt zu legen, um danach in einem Rutsch zurückzukommen. Ja, weil das gefühlt mich mehr Zeit kostet auf dem Rückweg als auf dem Hinweg, obwohl es faktisch ja genau das Gleiche ist. Ja, es ist eine Frage von Komfort einfach. Will ich dann am Abend nochmal eine halbe Stunde länger brauchen oder nicht? Ja. Genau. Ja, dann haben wir, also da sind wir jetzt auch echt weit, was mich aber nachhaltig tatsächlich ärgert, ist ja die Kommunikation mit dem WLTP, der ein einziges Mal im Autoleben gilt, weil der WLTP bezieht sich ja auf, ich starte bei 100% und ich höre bei 0% auf. Das ist aber in der Realität ja nicht der Fall. Und das sollte man einfach, glaube ich, auch wissen, dass man von diesem WLTP in der Realität nur 70% nutzt in etwa. Also es ist ja nichts Neues und eigentlich hat sich die Welt auch ein Stück weit verbessert, dass Verbrauchsangaben immer mit der dicken Fußnote zu verstehen sind. Aber es ist so, ist jetzt auch nicht komplett weg. Du kannst diese Reichweiten erreichen, wenn du extrem zurückhaltend fährst. Die Frage ist halt, tut man das? Will man das? Also das tatsächlich habe ich auch probiert. Es geht sogar
leichter als beim Verbrenner. Mhm. Also ich hab bei allen meinen Autos, die ich je hatte, immer mal versucht, an die Nennreichweite des Herstellers ranzukommen. Das ist beim Verbrenner extrem schwierig. Im Elektroauto geht es. Das mhm. heißt, so pauschal formuliert, Autobahn etwa 100, dann komme ich dahin, wenn die Rahmenbedingungen nicht besonders ungünstig sind, also nicht extrem kalt, nicht extrem heiß, Klimaanlage und so nicht besonders beansprucht, dann geht es. Aber wenn man jetzt mit 100 auf der Autobahn fährt, verliert man halt, also ich verliere für mich persönlich zu viel Zeit. Ja, ein Stück Lebensqualität würde ich jetzt sagen. Gut, das ist jetzt vielleicht eine steile These irgendwie, aber ich wundere mich dann schon manchmal, wenn so das ein oder andere E-Auto zwischen den LKWs auf der rechten Spur mit 80 dahingurkt. Irgendwie kann man tun, ist wahrscheinlich auch von der Effizienz Überlegung her noch mal ein Stück besser, aber da macht es dann auch einfach ein Stück weit keinen Spaß mehr. Also. Ja, geht mir persönlich auch so. Wir haben bloß gesagt, man darf seine eigene Position ja nicht als allgemeingültig erklären. Also, aber wer das tun will, der soll es tun. Und klar, aber wenn man exemplarisch rangeht, das Auto, das ich fahre, hat, glaube ich, WLTP 400 Kilometer. Und wenn ich jetzt mit 100 km/h auf der Autobahn fahre, sind es 4 Stunden. Mhm. Exakt, da kann man leicht rechnen, kann man sehr leicht. Leider in der Realität ja immer noch ein bisschen mehr, aber ja. Ja, idealtypisch, ich sage immer idealtypisch, keine Baustelle und so und so weiter. Wären es 4 Stunden, fahre ich 130, sind es 3, irgendwas, 3 Stunden, 5 Minuten und lade nochmal 10 Minuten zwischen. Das heißt, ich spare auf die Strecke eine Dreiviertelstunde. Und die bin ich persönlich lieber zu Hause und mache irgendwas anders, als hinterm LKW auf der Autobahn zu hängen. Deswegen würde ich dir auch an diesem Punkt nicht widersprechen. Im Gegenteil, bin ich voll bei dir. Ja. Also ja. Mein eingependeltes Langstreckentempo ist 130. Mhm. Ja, bestätige ich auch. Und wie schon mal gesagt, irgendwie, wenn man sieht, der Akku gibt es her und ich weiß, ich kann am Ankunftsort laden, dann darf es auch mal schneller sein. Ja. Und für Statistiker auch noch ganz, ganz spannend, das hätte ich in der Form auch nicht gedacht, aber wie gesagt, ich fahre ja 40.000, 45.000 Kilometer und habe das bei dem Verbrenner mitgetrackt, den ich vorher hatte, und das war schon ein relativ schnelles Auto, mit dem ich auch immer schnell gefahren bin, weil das Ziel immer war, früh zu Hause zu sein. Und da hatte ich einen Schnitt im Mischbetrieb über die ganze Haltedauer von 80 km/h. Mhm. Das war die mittlere Geschwindigkeit, die dann aber Stadt, Landstraße, Autobahn berücksichtigt hat, 80 km/h. Und unter den vergleichbaren Bedingungen bin ich jetzt bei 68 im Elektroauto. Das zeigt mir auch der Bordcomputer nicht ganz so exakt, wie du es jetzt berechnet hast irgendwie, aber das ist zum einen ja ernüchternd, deshalb sagte ich auch gerade, also die 100 dann auch, also 400 Kilometer in 4 Stunden mit 100 zu schaffen, ist eher unrealistisch, weil, wie du sagst, Baustelle und Stau und LKW-Überholer und so weiter. Aber auch die Angabe des Bordcomputers ist ein Stück weit ernüchternd, wenn man sieht, ich war bei Verbrennern ja auch nicht anders irgendwie. Ich bin jetzt doch gefühlt die ganze Zeit 180 gefahren und jetzt zeigt er mir eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 103 oder sowas. Ja, genau. Also es ist wirklich weniger dramatisch, als ich gedacht habe, weil ich bin vorher davon ausgegangen, dass ich wahnsinnig viel Zeit verliere und so. Ist aber auf einer Strecke, glaube ich, bis 300, 400 Kilometer wenig relevant. Wenn ich jetzt nach Rom fahren würde, dann addiert sich das. Mhm. Aber da kann ich ja auch sagen, ich mache Frühstückspause, Mittagspause und nochmal eine Kaffeepause, die ich zum Laden nutze. Also man kann das, glaube ich, schon entdramatisieren. Aber wenn wir beide jetzt Straßenrennen sind ja illegal, also wir würden eine Versuchsfahrt machen. Ich mit dem Verbrenner, du mit dem Elektroauto, beide nach Rom, gewinne ich, dass ich früher da bin. Mit dem Verbrenner, definitiv. Mit dem Verbrenner. Klar. Das ist klar, einfach so. Ja. Das kann man nicht wegdiskutieren. Machen die Foren ja gerne und sagen, ja, das ist am Ende genauso schnell, aber 30 Minuten Ladestopp. Wenn du in die Extrembereiche der Beispiele kommst, dann ist der Unterschied ein deutlicher, keine Frage. Die
Frage ist halt eher, wie relevant ist er im Alter? Genau, ist er für mich, ist der Unterschied für mich dann relevant? Das ist, glaube ich, auch, das ist die zentrale Frage. Mhm. Und ist es für mich während der Urlaubsfahrt nicht? Mhm. Also ganz im Gegenteil, da war es genau immer das. So, dass die Familie sagt, wann machen wir wieder Pause? Und ich habe gesagt, nein, wir fahren jetzt durch. Also für die Familie ist es für gut. Für den Kurierfahrer, der wird noch lange seinen Verbrenner Vito fahren und keinen elektrischen. So also der, der dich immer mit 160 auf der Autobahn überholt, weil es offensichtlich auf 3 Minuten ankommt, die er früher in München sein muss. Ja. So ist es. Ich schaue mal ganz kurz auf unsere Notizzettel. Wir haben einiges ja schon in den vorigen Folgen gestreift. Routenplanung ist noch so ein Ding. Die meisten Autos haben ja die Navi integriert und dann auch die Routenplanung integriert. Für mich war es sehr, also für mich persönlich war es in der Entscheidung oder in der Findungsphase Elektroauto oder nicht ganz gut, diesen A Better Route Planner heißt ABRP. Sehr bekannt und sehr gelobt. Ja. Mhm. Auszuprobieren, weil da hat man die Chance, sein Autoprofil zu hinterlegen. Das haben die in der Datenbank schon. Man kann also das Auto hinterlegen, das man sich gerne kaufen möchte und kann dann mal so seine Standardstrecken planen lassen. Mhm. Das macht er extrem gut und schlägt auch Ladepunkte vor. Und dann sieht man auch in etwa, was einen erwartet. Ansonsten kann ich nicht umhin, noch ein bisschen Schleichwerbung für Connect zu machen. Oder das ist keine Schleichwerbung. Wir sind im Connect-Podcast. Wir machen lauthals Werbung. Es gibt noch ein Artikelformat, über das wir jetzt noch nicht gesprochen hatten, nämlich den E-Auto-Test, den wir ja auch gemeinsam mit Umlaut machen. Und da ist tatsächlich die Qualität der Ladeplanung, also der kam inhaltlich daher, wie gut ist denn das Infotainment und wie gut ist die Bedienerführung und komme ich mit den Displays und den Menüs und so weiter klar, aber wir gucken uns mittlerweile nur noch E-Autos an und da ist die Ladeplanung und deren Qualität natürlich auch eine ganz entscheidende. Also in diesem Artikel, der auch in Connect 12 erscheinen wird, wird dann zu lesen sein, wie für, ich glaube, 10 Autos haben wir jetzt im Testfeld, da die Unterschiede im Detail sein werden oder wie sie sind. Ja. Da kommt jetzt wieder eine Frage bei mir auf, weil In der Ladeplanung kann man also bei meinem Auto jetzt, das ist im Wesentlichen Google-basiert, kann ich in den Einstellungen schon sagen, mit welcher Ladekarte, mit welchem Ladestrom etc. pp. Aber so richtig transparent sind die Ladekartenanbieter ja nicht, dass sie sagen, also mit meiner Ladekarte kannst du an folgenden Säulen laden. Das ist tatsächlich ein Thema, ja. Also in ihren Apps wird es dann irgendwie situationsbezogen angezeigt, aber da gibt es noch ein bisschen, auch einen Appell an die Anbieter, ein bisschen Optimierungspotenzial, dass man im Zweifelsfall auch vorher mal schon planen kann, okay, ich möchte einen schönen Ladepark von meinem Anbieter nutzen, wo auf meiner Strecke sind die denn zum Beispiel? Das ist gar nicht so einfach rauszufinden. Also musst du immer so ein bisschen indirekt arbeiten und sagen, okay, also da sind offensichtlich 12 Stationen vom Anbieter XY, dann wird das wohl ein Ladepark sein. Aber ja, vielleicht, so wie es doch früher bei den Navis neben schneller Route und energieeffizienter Route auch schöne Route gab, vielleicht fehlt das noch in den Ladeplanungen, dass man sagt, ich hätte gerne schöne Ladestationen. Ja, und einfach 2 Layer übereinander gelegt. Das ist das, was mir fehlt. Da ich sage, leg doch mal bitte die Ladekarte über eine Hotel- oder Restaurant- oder Ausflugskarte. Wo ist denn die Ladestation, wo jetzt nicht unbedingt wieder der Burgerladen ums Eck ist, sondern vielleicht mal ein Restaurant fußläufig erreichbar ist? Also das sind im Augenblick halt eher so Geheimtipps oder Empfehlungen, die man sich unter E-Autofahrern gibt. Da ist es nett, da kann man gut laden, wie du mir zu Smarshausen mal gezeigt hattest. Was aber nicht funktioniert hat. Ja, gut, wo ich eine App installieren musste. Mittlerweile funktioniert es, aber was nicht mit dem Roaming von der Ladekarte, die ich sonst benutze, funktioniert hatte, richtig. Ja, jetzt schweifen wir, aber ich schweife grundsätzlich immer gerne ab, so auch jetzt. Ich habe die Aufgabe nämlich meiner KI gegeben, weil wir ja auch relativ viel mit KI arbeiten. Und ich habe der KI gesagt, ich möchte am Montag von A nach B fahren. Ich möchte ein Frühstück und ein Mittagessen eingeplant haben in einem Restaurant nahe einer Ladestation. Jetzt bin ich gespannt. Und die KI hat es hingekriegt. Kam gutes Ergebnis. Die KI hat es hingekriegt. Ich habe es nachher über Google Maps dann verifiziert. Mhm.
Sprich, die Informationen liegen vor, man kann sie auch verknüpfen und man kann sie auch sinnvoll verknüpfen. Aber in der Ladeplanung ist es nicht berücksichtigt. Also bei dem Google-System, auf dem mein E-Auto gerade basiert, da steht schon Einrichtungen in der Nähe. Aber dann schlägt der 10 Ladestationen vor, dann muss ich da 10-mal durchklicken während der Fahrt, auch blöd. Ja, das sollte man nicht tun unbedingt, um dann zu schauen, welche Einrichtungen sind in der Nähe. Und von den 10 sind halt 8 MCD und 2 BK und 3 KFC. Ne? Also das ist nicht so richtig. Toll wäre aber für meine persönliche Ladeplanung schön, wenn es das gäbe. Also wir wissen ja nicht, wer uns hier so zuhört. Wir hoffen sehr viele Menschen und neben den Endnutzern natürlich auch Menschen aus der Branche. Vielleicht haben wir da eine Geschäftsidee gepflanzt. Es gibt ja die Datenanbieter wie TomTom, wie Navigon, deren Geschäft ja heute viel eher ist, irgendwie Verkehrsdaten auszuliefern, als Karten zu machen und Navigationssysteme zu verkaufen. Ich habe mit einer gewissen Faszination mitbekommen, Navigon hat zum Beispiel auf einem MWC vor 2 Jahren vorgestellt, dass sie jetzt auch historische Ausnutzungsdaten der Ladestationen mit einfließen lassen. Also so wie es TomTom ja schon für staugefährdete Strecken gemacht hatte, macht es Navigon jetzt. Wie stark ist denn diese Station typischerweise zu Uhrzeit XY an diesem Wochentag ausgelastet und berücksichtigt das entsprechend in der Ladeplanung. Hier ist jetzt die Geschäftsidee, liebe Leute, legt noch den Layer drauf, wo kann man denn vernünftig essen? Merian hat sowas früher mal gemacht, wenn du dich erinnerst, da gab es ja irgendwie Navigations-CDs. Das war eine unserer ersten Begegnungen, als ich als Tester mal bei dir angekommen bin, weil du der Herr der Navigations-CDs bei uns im Haus warst. Ja, und da gab es ja auch welche, wo es dann hieß, irgendwie da sind Routenempfehlungen drauf mit Ausflugszielen und... Die POIs damals, ja, die gesondert verkauft wurden. Ja, stimmt. Also jetzt haben wir doch irgendwie eine Idee, wie auch das Laden noch besser werden kann, indem nämlich ein bisschen berücksichtigt wird, was es außenrum so gibt. Ja, wenn man über Geschäftsmodelle redet, da gibt es ja viele. Warum sage ich nicht als McDonald's, hier, wir verrechnen 10% eures Ladestroms mit dem Kaffee oder wer lädt und isst, der kriegt einen Cappuccino dazu. Da hatten wir jetzt im letzten Ladetest tatsächlich erste Anbieter, die Shell macht das zum Beispiel, die ihre Club Points jetzt mittlerweile auch für den geladenen Strom verbrauchen und die Menge an Points, die du bekommst, wenn du so die typischen 30 Kilowattstunden geladen hast, reicht genau für einen Kaffee. Also das ist schon genauso austariert. Das fand ich übrigens auch sehr schön, weil bei Shell habe ich auch schon geladen, obwohl ich diese Aral-Pulskarte habe, aber die kooperieren offensichtlich. Mhm. Ne? Und das ist halt super komfortabel. Gute Station, alles perfekt. Was brauchen wir noch an Geschäftsidee? Gestern ist mir aufgefallen, wie immer auf der A8 Stau. Mhm. So, ich bin so Richtung Abend, 18, 19 Uhr wäre so die Ankunftszeit gewesen. Und wie immer fährt man in den Stau rein. Warum sagt mir nicht die Navi, Stau voraus, es wäre doch intelligent, du lädst jetzt die 20 Minuten, weil bis du geladen hast, hat sich der Stau wahrscheinlich aufgelöst. Wäre total easy zu integrieren, macht man aber nicht. Da braucht es noch ein bisschen KI, glaube ich, in den Backends, aber die Idee finde ich super. Ja. Also das wäre so, das können wir noch als Vorschlag in die Branche schicken. Was haben wir sonst noch? Jetzt reicht's. Jetzt reicht's an Geschäftsideen. Weitere Geschäftsideen nur noch gegen Rechnung. Ja, Kontonummer geben wir am Ende des Podcasts bekannt. Gut, was haben wir? Lass uns durchgehen. Reichweite, Tempo ist logisch. Also auch die Frage, was verbraucht der denn? Ja. Immer so viel, wie du schnell fährst. Genau, also das ist auch der Klassiker, du hast ihn genau erlebt wie ich. Jeder, der sich noch nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, von meinem Schwiegervater bis zu Kollegen, ja, du hast doch jetzt ein E-Auto, was hat das denn für eine Reichweite? Weil das ist halt der erste Gedanke, aber ich glaube, wir haben jetzt insgesamt 1,5 Stunden ausgiebig dargelegt, dass die Antwort ist, kommt darauf an. Ja. Also
Auch dafür habe ich so ein Beispiel gerechnet. Also das Elektroauto, mit dem ich fahre, mit seinem Normverbrauch von 400 Kilometer, das würde bei Volllast etwa 180 Kilometer weit fahren. Auf null. Also von 100 auf null wäre die Reichweite bei 180 Kilometern auf Volllast. Aber fährt man nicht. Ja, und dann habe ich die Bandbreite zwischen 180 und dem WLTP, haben wir auch schon besprochen, also zwischen 180 und 400 mal 580, in der Mitte 290 und das kommt dann relativ. Das ist dann relativ realistisch, ja. So, und so, aber ist ja beim Verbrenner auch so. Wenn ich 200 fahre, brauche ich 20 Liter. Kann man sich auch ausrechnen, dass die Reichweite dann zurückgeht. Gut, mein perfektes Tempo, Langstrecke habe ich schon gesagt, 130. Du hast gesagt... Schließe ich mich an, aber sobald ich sehe, irgendwie der Akku gibt es her, darf es auch ein Tick schneller. Also, was dann 150 heißt oder sowas. Ja. Gut, und dann hat man Ausland kurz gestreift. Sind dir Ausnahmen bekannt? Also im Mobilfunk gab es ja auch... Telefonate in die EU und dann war wieder Telefonate in die Schweiz gesondert und Telefonate nach Albanien gesondert. Haben wir da eine ähnliche Situation? Ich habe eine in Deutschland gekaufte Ladekarte. Gibt es da Länder, wo es kein Roaming-Abkommen gibt, wissentlich? Also da ist mir nichts bekannt, wobei es mir zugegebenermaßen da auch ein bisschen an Praxiserfahrung fehlt. Es gibt ja einige Blogbeiträge, YouTube Videos und dergleichen von Menschen, die darüber berichten, ich bin jetzt mit dem E-Auto ins Land XY gefahren. Wie gesagt, wir haben in unserem Ladenetz das abgefragt und zumindest mal alle europäischen Länder waren da abgedeckt. Natürlich je nach Situation vor Ort, in einigen mehr, in anderen weniger. Toll ist es in Skandinavien, die sind ja eigentlich ein ganzes Stück weiter mit der Elektromobilität. Also da hast du viel Infrastruktur und dementsprechend auch viel Abdeckung über die Roaming. Verträge. Ich kann jetzt tatsächlich kein Negativbeispiel nennen, schon gar nicht aus eigener Erfahrung. Könnte mir vorstellen, dass du vielleicht irgendwie, wenn du richtig weit rausgehst, Portugal oder so, da würde ich vielleicht erst nochmal gucken vorher. Aber ich meine, auch da wäre es kein Thema. Skandinavien ist tatsächlich gerade, habe ich auch darüber nachgedacht, auch eingefallen, weil das immer wieder genannt wird. Wie merke ich das? Also ist da quasi alle paar Meter sehe ich eine Ladestation oder wie? Also nicht alle paar Meter, aber alle paar Kilometer. Also auf jeden Fall mehr als in anderen Ländern irgendwie. Wir waren jetzt neulich mal in Irland, haben da ein kleines verlängertes Wochenende gemacht. Da war es ein Verbrennermietauto, mit dem wir unterwegs waren. Aber selbst da, wenn du irgendwie aufs flache Land oder die Westküste rausfährst, waren die ganze Zeit Ladestationen ausgeschildert. Also man wäre wohl mit einem E-Auto, ich habe das Experiment nicht gemacht, hätte ich vielleicht sollen, durchgekommen. Ja. Cool, super. Also ich glaube, dann ist so auch der letzte Vorbehalt weg. Ich habe es auch schon, glaube ich, in der vorigen Folge gesagt, ich wollte nach Italien. Wenn ich da zurück bin, vielleicht setzen wir dann nochmal so einen Erfahrungsbericht Ausland drauf. Kommt noch ein, also einen habe ich ja, noch, kommt noch ein vierter Teil. Genau, ich muss ja noch durch Österreich, durch Italien, unter Umständen fahre ich auch über die Schweiz. Bin sehr gespannt auf Rekuperation. Ich fahre den Brenner rauf und wieder runter, wie viel rekuperiere ich da. Aber auch das nochmal, das finde ich so das für so ein Techie das Faszinierendste, wie sich auf einmal der Akku wieder durchs Bergabrollen füllt. Und zwar gar nicht mit wenig Leistung. Also das zeigt das Auto ja auch an. Also selbst hier in Stuttgart, was ja nun bekanntermaßen auch eine eher hügeligere Stadt ist, sehe ich oft, dass er mit so 30% maximaler Ladeleistung wieder reinrekuperiert irgendwie. Und das ist natürlich einfach schön. Ne? Ja, genau. Super. Und das reicht ja, das reicht in der Regel auch für eine normale Verzögerung. Also man braucht die Bremse mehr oder weniger nur noch im Notfall. Ne? Also bergab habe ich auch gemerkt, dass bremst super, wo man früher ständig das, auf der Bremse steht. Das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen, aber das ist natürlich auch noch eine Erwägung bei der Frage, will ich ein E-Auto oder nicht. Also die Wartungskosten werden eher runtergehen tendenziell, weil sowas wie Bremsen oder überhaupt Verschleißteile im Motor und so weiter eher weniger, entweder entfallen oder weniger da sind. Wo ich es ein bisschen einschränken muss, ich war jetzt einigermaßen überrascht, dass ich nach zwei Saisons von meinem lieben Händler die Nachricht bekommen habe, es wäre vielleicht eine Idee, die vorderen Winterräder auf der vorderen Achse zu tauschen.
Das ist offensichtlich trotz geringer Kilometerleistung ein Thema, wenn du mit 2,7 Tonnen durch die Gegend fährst. Das geht aber natürlich ein Verbrenner-SUV mit ähnlicher Gewichtsklasse auch nicht anders. Das, ja, das denke ich auch. Also genau, wenn man jetzt über die Betriebskosten redet, Reifen klar, weil die Leistung, also Preis pro PS ist beim Elektroauto günstiger als, als beim Verbrenner. Das heißt, du hast in der Regel viel Leistung, nutzt die natürlich auch, weil das Ganze seamless geht. Das, glaube ich, geht rauf. Ich selber habe noch keinen Erfahrungswert mit der Wartung. Ich weiß nur, die ist alle 2 Jahre fällig. Bekannter von mir, der hat ein koreanisches Auto, seit 2 Jahren Elektroauto. Sagt, er war jetzt in der großen Inspektion 267 Euro nach das 2 Jahren. Musst du nach bei dem Verbrenner erstmal erreichen. Ich habe auch gefragt, ja, was machen sie denn da, Polkappenfetten oder was machen die da? Nicht viel, ja, man schaut halt sich das Auto an und diese ja, Inspektion kostet dann 267 Euro. Da kommt kein Verbrenner mit, das ist klar. Und der Tesla, auch das ist aber nur Hörensagen, hat ja auch das ganze Vertriebskonzept gar nicht auf Werkstatt ausgelegt, sondern je weniger er den Kunden sieht, desto zufriedener ist er und desto weniger Reparaturen gibt es. Und da werden alle anderen Elektrohersteller ähnlich aufgestellt sein. Sehe ich auch so, ja. Wie ist das bei dir? Weißt du noch was? Ich hatte eine kleine Inspektion, die aber im Wesentlichen sich auch um so Dinge wie Klimaanlagenfilter und so weiter gedreht hatte. Die war auch vergleichsweise günstig, den genauen Preis weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war unter 200 Euro sogar. Die große, nach 2 Jahren, steht jetzt dann irgendwann im Dezember an. Sagen die Foren, in die ich so gucke, aber auch da musst du mit nichts Schlimmem rechnen. Ich würde jetzt auch so mit einer Größenordnung unter 300 Euro kalkulieren. Ja. Da haben wir ja nochmal ein Thema, das können wir jetzt ausgiebig recherchieren. Schauen wir mal, Für Folge 5 dann, genau. Für Folge 5, was wir noch nicht angesprochen haben, also gehört aber auch zum Unterhalt, ist Versicherung. Das ist ja auch so, die Autohersteller geben eine Leistung an, die aber in aller Regel eine Spitzenleistung ist. Und nicht die Dauerleistung, die die Maschine liefert. Auch im Unterschied zum Verbrenner, da kann ich ja die angegebene Motorleistung 3 Stunden lang nutzen, also solange wie es Benzin reicht. Beim Elektroauto ist das nicht der Fall. Das sind immer so Peak-Leistungen für ein paar Sekunden und die 30 Minuten Dauerleistung ist deutlich geringer und deswegen auch in der Versicherung ziemlich günstig. Also ich sehe schon, uns gehen die Themen nicht aus. Dann dürfen wir doch schon mal vorsichtig wenigstens eine Folge 4 ankündigen und schauen mal, wie wir von dort aus weitermachen. Ja. Genau, und wie so üblich in so Podcasts, schreibt bitte nur, wenn ihr es super findet und was euch noch interessiert. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Gerne noch Anregungen, was ihr noch diskutiert hören wollen würdet. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Und dann gehen wir in die Recherche und liefern weiter hoffentlich spannende Beiträge. Vielen Dank, Hannes. Vielen Dank an alle Zuhörer. Bis demnächst. Vielen Dank, Dirk. Und tschüss.